Wir mussten Ryuichi Koopa finden. Meister Ninja. Und Meister Koch. Der Geschichte des Koopa-Clans zufolge hatte Ryuichi Koopa das Sushi erfunden. Als er diese Delikatesse kreiert hatte, eröffnete er ein Sushi-Restaurant, das sehr erfolgreich, gleichzeitig aber die perfekte Tarnung für einen Ninja war. Als wir in Japan eintrafen, war klar, dass etwas nicht stimmte. Was eigentlich ein friedliches Dorf sein sollte, glich eher einer Militärbasis. Wir gingen auf die Suche nach Ryuichis Sushi-Restaurant, fanden es aber geschlossen und bewacht. Es wurde noch schlimmer, als Bentley herausfand, dass Ryuichi in einem neuen Hochsicherheitsgefängnis saß, weil er dem Shogun angeblich verdorbenes Sushi serviert hatte. Die ganze Geschichte stank zum Himmel. Wir mussten der Sache auf den Grund gehen. Und als allererstes Ryuichi aus dem Gefängnis holen. Okay, Sly, wir müssen Ryuichi befreien. Ich habe ein paar Ideen, aber du weißt ja, du musst erst ein paar Nachforschungen anstellen. Mit der Kamera? Correctamundo, mon ami. Ich brauche Fotos vom Gefängniseingang und von den Samurai-Rüstungen der Wachen. Und mach auch ein paar von Ryuichis Restaurant. Die brauchen wir vielleicht später. Kapisch? Ja, hab's verstanden. Aber können wir uns einfach auf Deutsch einigen? Sayonara, Koopa-san! Ich fasse es nicht, dass wir heil aus Paris rausgekommen sind. Die Wachen sehen eher aus wie Schläger. Und hässlich sind sie auch. Das war nicht gerade seine Schokoladenseite. Carmelita erklären. Zeitreisen. Das glaubt sie mir im Leben nicht. Das könnte das größte Tor sein, das ich je gesehen habe. Der Dieb in mir will wissen, was er tut. Ich glaube, wenn ich Carmelita nächstes Mal sehe, drücke ich mich erst und stelle später Fragen. Sushi. Sly, vor dem Geisha-Haus findet so eine Art Tumult statt. Zieh dir das mal an und mach Fotos davon. Bentley, du brauchst dringend eine eigene Kamera. Sieht definitiv fehl am Platz aus. Ich mach mal lieber ein Foto von dem hässlichen Typen für Bentley. Der sollte irgendwo im tropischen Dschungel rumschleichen. Sly, ich
bin sicher, dass ich diesen Typ kenne. Interpol ist hinter ihm her. Er ist ein gewissenloser Söldnergeneral, der schon mehrere kleine Länder zu Fall gebracht hat. Wo sind wir hier hineingeraten, Bentley? Keine Ahnung. Aber eins ist sicher. Meine Vermutung stimmt. Wir sind nicht die Einzigen mit einer Zeitmaschine.